Willkommen zu diesem kleinen Case-Opening. Ich habe nicht mal gedacht, ich habe in Norkeli gibt's ja jetzt Kisten, ich habe Haufenweise Schlüssel. Und vielleicht Haufenweise, wenn ich Haufenweise 21, insgesamt 21 Schlüssel, 21 Kisten, 20 Kisten gehören mir, eine gehört Lord Isom. Die mache ich nur für ihn auf, weil es eine Champion-Kiste Level Stufe 3 ist. Und ich würde sagen, dann fangen wir gleich mal an. Und öffnen erste Kiste. Hopp, gib mir irgendwas Wertvolles. Und es ist ein Reifen. Das ist ein Reifen, wow. Ich hab's auch schon Reifen, aber naja, gibt's Schlimmeres. Die sehen zumindest ganz okay aus. Also, nächste Kiste. Ich mach das hier mal ganz schnell durch. Also, ich mag jetzt hier nicht so viel labern, sondern einfach mal Kisten aufmachen. Darum geht's ja auch in dem Video und das machen wir. Nee, das werden schon wieder die Reifen. Es werden natürlich noch mehr Reifen. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab doch schon geile Reifen. Warum will ich noch mehr Reifen? Und vor allem sehen die nicht mal geil aus. Ich guck, die Reifen sehen viel geiler aus. Fängt toll an, wenn man wenn man Reifen kriegt. Ich glaube, ich sollte jetzt aufhören, sonst wird mein Glück nicht besser. Wenn ich jetzt noch mal Reifen kriege, höre ich auf. Okay, das sind zumindest keine Reifen. Und sieht das sieht ganz nice aus. Nehme ich erstmal. So, 19 Kisten. Kiste Nummer 3. Nein, warte. Doch, Kiste Nummer 4. Ja. Zählen ist sehr wichtig. Nein! Och, komm, jetzt, oh Mann! Ich hatte so Bock auf den Dominus. Ja. Warum habe ich die Karre nicht mal? Warum kriege ich einen Skin für eine Karre, die ich nicht mal habe? Gebt mir doch lieber die scheiß Karre. Warte, ich glaube, das ist eine, wo man sich kaufen muss. Ja. Wehe. Ja! Boom! Yay! Woohoo! Ich habe eine Karre! Jetzt, das finde ich jetzt hammergeil. Ja, die Karre sieht sick aus. Und rot ist dann noch irgendeine wertvolle Art, oder? Also ich meine, das ist eine Karre und die Karren hier gibt es nicht so viel. Reifen gibt es öfter. Ja. Reifen habe ich auch schon mehr gekriegt. Insgesamt 3 Reifen. Also nicht jetzt habe ich nur 2 gekriegt, aber ich habe vorhin noch. So, hoffentlich kriege ich noch einen Skin dafür. Ja, Alter, ist das nicht geil? Ich kriege eine Karre und dann noch einen Skin dafür. Ja, Mann. Der Skin sieht sogar noch irgendwie sick aus. Kiste Nummer 7. Nein, warte. Scheiße, ich bin gerade voll zu rechnen. Oh Mann, jetzt. Nein! Oh, so knapp. Mann, ich war auf der Karre drauf. Ey, jetzt. Und ich meine, ich krieg's gleich nochmal, sowas nicht kacke. Warte, 15 verbleibende Schlüssel, das heißt 15 verbleibende Kisten. Aber bisher läuft's ganz gut. Also abgesehen von den 2 Reifen, die ich beide nicht bräuchte und auch nicht wollte. Aber ich habe sie gekriegt. Das ist ein Problem bei random Sachen. Nein, brauche ich nicht. Gut. Karre habe ich nicht. Karre muss man nämlich mit dem Sonic Update Ding jetzt gucken. Habe ich schon geguckt. Also mit dem Sonic Teil kaufen. Zumindest gleich, dass es irgendwie so heißt. Und ich habe keinen Bock da. Ich habe schon genug Geld für Schlüssel ausgegeben. Ich kaufe mir jetzt nicht noch mehr Karren durch extra Packs. Wer? Danke. Natürlich, noch ein Skin für Dominus. Wow. Kann man ja glücklicherweise, wenn man 5 von der gleichen Stufe hat, sie dann traden. Oh, ich will einen scheiß Mystery Universal Dingsbum. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist eigentlich. Alter, hier waren ja gerade mega. Ja, nein. Oh Mann, jetzt leck mich. Den Scheiß habe ich schon 2-mal. Also echt. Fast so wie schlimm wie in Counter-Strike, da kriegt man ja nur Scheiß. Hier kriege ich wenigstens noch teilweise ein bisschen was Gutes. Aber hoffentlich kriege ich jetzt heute noch. Leck mich! Habe ich die nicht gerade eben in Gelb gekriegt oder habe ich die auch in Lila? Rot, wow. Geil. Reifen doppelt, yay! Und Skin 3-mal. Toll. Genauso was habe ich vor einem Typen in den Kisten getradet und kriegt den Scheiß erst nochmal.
So, also Kisten. Die erste Champion-Kiste 1 ist durch. Champion-Kiste 2. Und Champion-Kiste 3 machen wir ganz zum Schluss. Wir sind ja alle ganz bis zum Schluss machen. Oder ihr geht einfach bei der Videoleiste hin, aber das ist voll cheatig. Na, Wall, ernsthaft? Naja. Merk ist. Welche Karre? Die Karre. Ja, sieht ganz süß, süß aus. Aber nicht cool. So, was kriege ich jetzt? Mr. Universal Aufkleber. Mr. Universal Aufkleber. Na, Mann, ich sehe ihn immer vorbeifliegen. Ja! Aha. Rotor Carbonated. Selten animierter Aufkleber. Oh, ja, sieht ganz sick aus. Und Marcel, wenn aus, also laut diesem, wenn aus der Dreierkiste was dir Mr. Universal Aufkleber geht, rauskommt, dann behalte ich. Ja, so machen. Ja. Ja. Nice. Nice. Schon mal zwei Karren, finde ich geil. Alter, die sieht so sick aus. Schlüssel benutzen. Hoffentlich bekomme ich. Ich will den scheiß Mr. Universal Aufkleber. Mr. Universal Aufkleber. Komm schon, komm schon. Er ist noch nicht vorbeigeflogen, das heißt, er müsste gleich kommen. Nein, nein, weiter. Ah, scheiße. Venom ist doch. Ach, die Karriere, ja, die ist verkraftbar. Doch, Schlüssel benutzen. So. Komm schon. Jetzt, Mr. Universal Aufkleber. Ah, jahi. Na, leider nicht. Wehe, du gehst auf Norwalk. Gut. Takumi Whistle. Takumi, habe ich den? Ja. Mann, da hab ich doch schon ein geiles Kind. Wieso kriege ich jetzt noch einen, ey? Komm schon, Universal Aufkleber. Mystery Universal Aufkleber. Ja, komm, jetzt, ja! Nein! Nein! Scheiß! Bullshit! Scheiß Haus! Alter, scheiß Dreck! Mann, das. Alter, euch doch! Mann, das war so knapp! Scheiß Bastarde, ey! Ey, diese. Da, Mann, das war. Alter, das war so knapp! Ey! Richtig beschissen, Mann. Jetzt hopp. Barbra Streisand. Jetzt hopp. Ja, nein, nein. Alter, jetzt kriege ich den scheiß Norwalk statt. Alter! So viel Pech kann man doch nicht haben. Sollen wir direkt neben diesem scheiß Mr. Universal Aufkleber. Ah, leck mich am Arsch. Ich will haben. Ich wette mit euch, ich krieg das jetzt bei der Kiste, die im Lord Eisen gehört, Alter. Die Masse. So dass ich. So mega knapp und dann kriegt er ihn. Wetten? Obwohl ich nicht mehr weiß, was es überhaupt ist. Also ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Wegen Aufkleber oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es selten ist und ich es haben will. Ja, komm schon, jetzt gleich, komm, jetzt, nein. Okay, Rotor-Krieg, kann man auch noch verkraften. Auch wenn ich die Karre nie benutzen werde. So, jetzt. Alles klar, wie viele Sachen ich hier doppelt habe, ey, wie schlimm ist das? Erstmal angucken, was gibt's hier alles. Breakout Version, ja, sieht ganz nice aus. Breakout Turbo, ja. Okay, das ist scheiße. Das sieht ganz sick aus. Das hier. Na, die Karre muss man sich halt kaufen. Ja, okay, auch gewöhnungsbedürftig. Das hier gibt es bei zwei Kisten, oder? Die hier. Schlimmstes, was rauskommen würde, Alter. Okay, das ist auch grauenhaft. Alter, die Karre. Die Karre ist insane, Alter. Die sieht so geil aus. So, Photon. Ja, das ist jetzt auch ganz okay. Dunkle Materie.
Ja, das sieht ganz stylisch aus. Dann wieder hier noch zwei andere komplett nutzlose Kackreifen. Und was auch immer das ist, wieso wird mir das nicht angezeigt? Das will ich haben! Aber ist es dann eine Karre oder ist es ein Skin? Weil, keine Ahnung, es hat eine ganz andere Form als die ganzen Karren. Aber es ist auch kein Skin. Oh Marcel, ich muss mich entschuldigen, du kriegst leider nicht Mystic Universal Aufkleber. Mystery Universal. Keine Ahnung, ich bin gar. Ist doch auch ganz nice. Auch wenn du eine Batman-Karre hast und ich mir nicht weiß, ob du die Karre hast. Aber das sieht doch ganz nice aus, oder? So, jetzt erstmal gucken. Takumi Anubis habe ich. Brauche ich nicht. Dominus Schlangenhaut, ich habe die Karre nicht. Warte, Takumi ist. Welche Karre ist das nochmal? Ja, Takumi ist die Karre. Habe ich für. X-Devil, hat der ein. Der Skin. Oh fuck, das sieht hammer geil aus. Ja, ich denke mal, die zwei Dinger, die 5, 4. Brauche ich nicht. Akzeptieren. Dominus GT! Fix! Fickt euch! Danke, ihr seid Arschlöcher! Ihr fucking Faggots! Ich verkauf seinen Scheißskin und dann kriege ich die Scheißkarre. Danke, vielen Dank. Das ist jetzt echt hammergeil. Takumi-Kombo, noch ein Takumi-Kombo. Dominus Polo Caliente. Was ist das? Der Dominus. Ach so, das ist der Dominus GT. Ach, den habe ich gar nicht. Okay, dann ist das schon mal leicht wegzukriegen. Also, Takumi. Dominus, fähig das. Ah! Dominus Arcana habe ich nämlich auch nicht. Also, das ist ja auch der normale Dominus. Welches von den Breakout-Teilen finde ich besser? Muss ich mich jetzt kurz entscheiden? Das hier oder das hier? Das hier sieht viel mehr aus, aber das hier ist nicht ganz so. Okay, das weiß, werde ich los. Weiß sieht nicht ganz so nice. Also Takumi, Dominus und Weiß. Und was kriege ich? Breakout Dot Matrix. Alles klar, ich verkaufe den Skin für die Karre und krieg. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Das sieht hammer geil aus. Also Case Opening in diesem Spiel definitiv geiler als in Counter-Strike. Narwhals, Takumi Whistle. Venom, Nine Lives. Warte, Venom, Nine Lives brauche ich nicht. Also, verkauf ich denn das, Zirkum. Was ist der Unterschied zwischen Libero und nicht Libero? Zwei, drei. Octane und Roadhog. Octane ist. Der Skin Roadhog ist. Quatsch. Doch, Roadhog. Das kann. Warte, das Roadhog-Teil kann ich nicht beim. Ja, sieht ganz nice aus. Das kann ich aber nicht bei dem hier anlegen, oder? Nee. Okay, dann Roadhog, Octane, das. Komm schon, gib mir was Geiles. X-Devil Schlanghaus. Schlanghaus sieht scheiße aus, Mann. Das sieht scheiße aus. Vor allem ist es noch für die gammelige Version, nicht für den. Lol, die ist halt mehr Skins als die anderen. Ah, nee, hat nicht. Das sieht kacke aus, Mann. Wieso kann ich nicht für die Karre hier den Skin kriegen? Ey, no, yeah. So, hab ich noch was zu traden? Takumi, Lupe. Kann nicht eingetauscht werden. Ah. Also, die gelben kann man nicht eintauschen. Okay. Also, gucken, was habe ich alles Schönes gekriegt. Dominus GT sieht sick aus. So, die Skins. Flammen. Check da. Shit. Stripes, ja, ziemlich einfallsreich. Sunburst, ja, ganz nice. Dann Techno.
Und Wings. Alter, die Karre ist sick. So, was habe ich da? Roadhog, was hat der für Skins? Arsenal. Okay, da ist jetzt die Mütze vielleicht ein bisschen schlecht. Boah. Scheiß, guckt euch das an, Alter. Nice. Na, leider finde ich die Karre kacke und werde sie nicht spielen. Ja, das ist auch was erkraftbar. Ja. Ne. Boah, ich drücke mal Escape, dann geht eine andere Karre hier, Alter. Kumi Libero. Was ist hier? Was hat Libero für einen Effekt? Serie 1, Terminator 2, Terminator 1. Ich blaggen. Boah, sick. Inked. Party Chan. Streifen. Skullface und Rocket. Boah, jetzt auf Escape. Und X-Devil 2. Alter, sieht das geil aus. Dann jetzt noch Flügel. Halb. Und das hier. Streifen mal wieder komplett einfach so los und Sterne. Oh, wow, Sterne sind. So, das war eigentlich alles, was ich habe, oder? Was habe ich hier noch? Breakout Dot, Takumi. Mensch. Okay, warte mal. Takumi ist. Habe ich nicht. Ah, doch. Ich habe Takumi. X. Toll. Das. Was ist noch? X-Devil, Schlangenhaut. Sieht scheiße aus. Ja, das war dann alles, was ich machen kann bisher. Aber welche Reifen sind besser? Also schreibt mal in die Kommentare, welche Reifen sind. Welche Reifen findet ihr besser? Die hier? Diese roten hier? Oder die? Also klar, die passen jetzt nicht zu der Karre hier. Oder die? Weil ich finde, die hier sehen einfach viel geiler aus. So, und ja, ich würde sagen, das war's fürs Case Opening. Warte mal. Scheiße. War ich gerade zu blöd und hab. Ich glaube, ich war echt zu blöd und hab Marcel sein. Es geht einfach. Eingetauscht. Oh mein Gott. Marcel, ich gebe dir den wieder. Ich gucke mir das Video an, gucke, was ich gekriegt habe und Trading im Internet. Keine Sorge, du kriegst deinen Skin wieder. Ich hab's verkackt. Ich habe vorher schon so Gedanken gemacht. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sein Skin verkaufe. Ups. Shit, hab ich verkackt. Ja, aber ich gebe dir die wieder. Keine Sorge, ich besorge dir den Skin. Ich glaube, das war doch ein Skin, oder? Ja, egal, das war's dann fürs Unboxing. Für Case Opening. Und ja, das ist jetzt mein Problem. Und dann, ja. Sehen wir uns in irgendwas anderem oder vielleicht irgendwann mal wieder in einem Kekse. Man sieht sich. Tschüss.